Scheiße, hab ich mich erschrocken! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Hearsay Lie. Ein neues VR-Spiel, das Anfang November in die Läden kommt. Und ihr könnt es schon recht gut erkennen. Wir sind hier in einem Szenario, in einem Weltuntergangsszenario, so ein bisschen à la Last of Us. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Transec am Mic und willkommen bei Trans17TV. Los geht's! Ich kann mit meiner VR hier, mit meiner Brille den Scheinwerfer bewegen. Das ist richtig cool gemacht. Und mit dem linken Stick bewege ich mich nach vorne. Und mit dem rechten Stick kann ich mich so ein bisschen hin und her drehen. Wow. Das ist heftig. Da bewegt sich schon irgendwas. No entrance. Oh ne, no admittance. Mhm. Das gefällt mir aber gar nicht, das Geräusch. Kommt da hinten irgendwas? Ne. Okay. Was ist das denn für ein seltsames Geräusch? Schauen wir hier mal vorsichtig weiter durch. Vorsichtig mal gucken, was geht ab? Was geht hier so ab? Oh, da. Oh, da war schon was. Da kann man aber nicht durch, wie es aussieht. Nee. Oh shit! Oh shit! Rennen kann ich nicht. Da war irgendwie so ein komisches Vieh eben mit dem Wolfskopf oder was das war. Ich bin überhaupt nicht neugierig. Jetzt ist mein Licht auch auf einmal aus. Warum auch immer. Schon beeindruckend hier. Ach du Shit, das Bild, das bewegt sich an der Wand. Aber ich glaube, er ist weg da jetzt. Ich bin überhaupt nicht neugierig. Warum geht denn mein Helmlicht nicht mehr? Das ist ja echt schade. Vorsicht, Vorsicht. Ganz um die Ecke lupen. Da ist doch irgendwas. Okay, ich schaue mich hier mal um. Oh mein Gott, wieso wird das denn so dunkel?
Oh shit! Oh, ich glaube, ich will nicht da rein. Oh, ich glaube, ich will da nicht rein. Office, also Büro. So ein bisschen um die Ecke. Vorsichtig. Hallo? Hallo? Oh shit! Oh shit, kann ich hier wieder raus? Ah, die Tür ist zu! Shit! Oh nee! Ich will noch nicht sterben! Ich bin gerade erst angefangen hier. Oh, kann ich da wieder raus? Ah! Scheiße! Hab ich mich erschrocken! Fuck! Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Oh! Oh mein Gott! Wo kam der denn auf einmal her? Crazy! Oh mein Herz! Oh! Oh! Oh mein Gott! Wow! Ich versuche gleich nochmal einen anderen Weg zu finden. Bitte lass mich das nochmal. Oh. Jetzt sehe ich hier nur noch so ein Halbmond oder was soll das sein? Oh mein Gott. Oder ach, das geht noch weiter hier oder? Auf jeden Fall bin ich tot. Scheinbar irgendwie. So oft wie der auf mich eingedroschen hat. Oh mein Gott. Bin ich jetzt im Himmel oder was ist das? Boah, ist das... Ist das Psycho, alter Schwede. Wow. Och, ich kann... Was ist das denn? Ich kann ja weiter wieder. Boah, ist das heftig. Was ist das denn für ein... Na, wie der Himmel sieht das aber nicht aus. Oh, krass. Das sieht aber nicht aus, als wäre ich im Himmel. Wow, was für ein super Psycho-Spiel. Ich würde sagen, da haben wir nochmal Glück gehabt. Oder eigentlich ja nicht. Eigentlich bin ich ja gestorben. Boah, was für eine... Also die Demo, die bläst mich ja schon richtig weg hier. Oh, shit, der ist ja wieder. Oh, 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 ich kann nicht schneller laufen. Oh, shit, shit. Oh, was ist denn mit dem... Was ist denn jetzt mit dem Tunnel hier los? Oh, alter Schwede. Oh. Ich glaube, ich sitze auch irgendwie... Super Psycho hier. Das ist doch mal eine Demo. Wenigstens nicht so eine super kurze Demos wie die anderen Spiele alle. Die, was weiß ich, die gehen teilweise eine Minute und dann ist das vorbei. Also hier ist ja schon mal richtig cool. Gut, das ist jetzt auch die aus dem US-Store hier. Deutschen Markt gibt es die nicht runterzuladen. Das sieht unten aus wie Blut, würde ich sagen. Nö. Da will ich eigentlich dann nicht lang. Wow. Das ist so dieser Style, ne? Das, dieser verwaschen, etwas verwaschene, dreckige, dunkle Style hier. Die Grafik ist natürlich nicht so der Oberrenner, aber die Atmosphäre... ist absolut unschlagbar hier. Ist richtig cool. Und hier haben wir eine Nachricht. Ich hoffe, die kann ich aufheben irgendwie. Ja, oh, boah! Das ist mein Arm! Boah! Wo kommt der denn auf einmal her? Da ist ein Foto.
Aber nur ein Stück vom Foto. Okay. Oh. Krass, wo kam denn der Arm auf einmal? Da oben ist doch so ein Psycho-Mensch mit so einer Maske. Hier schwimmen irgendwelche Haie oder sowas. Und da hinten geht der Gang weiter. Boah, ist das super Psycho. Also, ich bin ja schon einiges gewohnt, aber das ist meine alten Galoschen. Oh, das ist auch so heftig, dass man sich von unten selber sehen kann. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich kann mich auch hier... Das ist schon echt heftig. Und ich dachte, spitz mal eben 2 Minuten die Demo an. Die geht sowieso nicht lange. Kannst du noch mal eben zwischendurch machen. Das war wohl nix. Aber ich bin angenehm überrascht. Sehr schön. Aber das ist so hart. Das muss ich mir echt überlegen, ob ich das kaufe. Ob ich mir dann Gefallen mit tue. Ja, jetzt bin ich aber mal neugierig. Ich gehe jetzt mal da unten lang. Da hinten geht es ja nicht weiter. Er kann also auch nicht schneller laufen. Ja. Jetzt geht das nicht ganz aus hier. Ein Meer vom Blut, würde ich sagen, ist das. Da laufen wir jetzt, gehen wir jetzt mal rein. Hier unten kann ich... Das ist ja wohl heftig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Man muss ja immer bedenken, dass die nun gerade erst loslegen mit dieser ganzen VR-Geschichte. Also das ist schon der Oberburner. Wo es hier wohl hingeht? Ich check aber erstmal nochmal, bevor ich da runter gehe. Oh, wenn der jetzt mal ein bisschen schneller... Oh, hier kann ich rein. Mann, gut, dass ich da nicht runtergegangen bin. This way. Okay. Oh! Was ist das? Da kann ich rein. Hä? So geht die nie auf. Wahrscheinlich brauche ich da irgendwie einen Schlüssel für oder so. Okay. Jetzt ist doch einmal... Boah! Was ist das denn? Der Weg scheint richtig gewesen zu sein. Hier. Boah. Wow, ist das geil. Alter Schwede, ist das heftig. Oh shit, der kann ja auch reinkommen. Wow. Wie heftig ist das? Oh, der ist irgendwie ist der schneller als ich. Oh. Oh. Kann ich hier rein? Oh. Oh. Oh shit, jetzt geht er da. Oh. Oh shit. Ich glaube, der hat mich jetzt. Oh. Oh. Krass. Das ist ja wohl mal der Oberburner. Wow. Das, das ist heftig. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, wenn ihr auch natürlich nicht die 360-Grad-Umsicht habt. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund und ciao.